irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Das ist tu gemein. Was. Das ist los. Echt gemein, was sie jetzt tut. Aber was geht? Was zum Teufel? Das wird dich lehren. Das ist schon echt böse von ihr. Das ist schon echt, echt böse von ihr. Wir können es auch nicht mitnehmen. Wir könnten da durch, will ich aber nicht. Ich will lieber hier durch, das wirkt mir sicherer. Ich soll gerade gucken, wie da die Situation ist. Auch Ratten eigentlich. Dann möchte ich lieber da nochmal hinleuchten. Dann sollten die da vielleicht verschwinden. Das ist mir sicherer hier. Sind die jetzt da weg? Sind die jetzt da weg? Ein Fenster, perfekt! Sehr schön. Hier ist alles gut. Warte, war da irgendwas? Nee. Das ist nur das Teil. Oh nein! Oh Gott. Dann kommen sie aber von der anderen Seite gleich wieder, glaube ich. Nee, okay, tun sie nicht. Das ist gut. Ja, tummelt euch da in der Ecke. Dann nicht sie weg hier. Das heißt, tummelt euch, oder? Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Perfekt. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorus. Oh. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Ha. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht? Hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Na gut. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Ach, mit noch mehr Tote. Da geht's nicht lang, aber da wollen wir auch lieber nicht lang. Warum seid ihr so aufgeregt? Sieh mal einer an. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Das ist bei uns in doofe Zeit, was? Und verwirrt. Kommt der irgendwie wieder hoch? Oh Gott. Bleib bloß hier, Mann. Amicia. Bist du denn des Wahnsinns? Also RB. Na gut. Odorus, Locktrappen. Okay. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Ja. Das ist ziemlich dämlich.
Wenn das so wertvoll ist, wertvoller als der andere Scheiß, weiß ich nicht, warum sie das hier nutzen sollte, ey. Volle bekloppte Beklopptheitsgrad. Beklopptnis. Ja, ich weiß, das war sehr logisch und trotzdem, wie ich das gesagt habe. Ihr tollen Ratten, verpisst euch. Und jetzt laufen. Laufen, wie sie laufen. So. Ist doch schön. Immer wieder toll, sowas zu haben. Zack, und etwas anderes Zeug und noch ein bisschen Zeug und... Warte, was? Aber wir müssen doch eigentlich... wie schön. Na gut, wir müssen... Warte mal, doch, wir könnten ein bisschen... Ich mach nochmal. Wir werden das mitnehmen. So. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Ja, wenn ich vorher das irgendwie hinkriege, dass die Ratten woanders latschen und ich dann schnell da runter kann, sodass ich hier mit der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. So, da komme ich mir ganz relativ sicher vor. Scheiß einzelne Ratte hier. Oh Gott. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ja. Viel Spaß, Amicia. Wirklich viel Spaß. Ich weiß noch nicht ganz, wie sie sich das vorstellt. Hä? Wie soll sie denn da... So Mädel, da, hier sind halt noch sehr viele Ratten trotzdem. Oh Mist, ich muss Neues machen. Okay. Probier es mal so, wir packen das Zeug alles da hinten hin. Oh, das war nicht so toll. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Hm. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Stimmt, das war gar nicht klug. Oh Gott. Ja, ich bin tot, ich weiß. Ach, hat das die Ratten da gekillt jetzt? Aber so sind hier welche. Denk nach, Amicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben. Verstehe, ich muss erstmal... Nein, warte. Ja, okay, dann machst du das. Ich wollte kurz das Zeug hier nicht. Ja, ich verstehe. Ich muss nur einmal ganz nach hier drüben. Und dann nochmal ganz in die andere Richtung zu gehen. Nee, Mann. Dann geht die anderen halt mit darüber. Ja, danke. Vielleicht kann ich sie in die verbarrikadierte Gasse locken und mit der Laterne dort festhalten. Jetzt aber. Ja, ja, ich hab's jetzt. Nicht sehr, du bist echt blöd. Komm, jetzt lassen wir die anderen da alle. Sind die Ratten erstmal, atmen alle erstmal da. Und jetzt nach und nach ganz vorsichtig. Es müssen alle Ratten mitkommen. Keiner darf wieder rausrennen. Aber da drüben rennen die dann wieder raus. Okay, ich verstehe. Verstehe. Dann muss ich halt eben hier was unternehmen, damit die da weiter drüber rennen. Und jetzt. So müsste es gehen. Ja. Ich hoffe, jetzt kommen da keine mehr raus. Ein bisschen einzelne scheinen noch irgendwo zu sein, aber das ist mir jetzt auch egal. Wow. Jetzt
geht das wieder los hier. Ich es hasse. Die Störung davon ist natürlich so scheiße. Das war äußerst diskret. Ja, gut, nur noch etwas weiter. Das war äußerst diskret. Okay, es muss reinsnappen, sorry. Das ist halt auch so, dass ich nicht verstehe. Warum kann man es nicht heutzutage endlich mal lassen? Du schaffst das. Dieses Ganze mit diesem Reinsnappen ist halt bei heutiger Spiele-Engine-Technologie ist das halt echt nicht mehr notwendig. Ich habe keine Ahnung, warum man das immer noch macht, dieses ganze komische Reingesnappe. Klar, vielleicht damit der Spieler besseres optisches Feedback hat, aber es ist halt echt, es ist nach heutiger Spieletechnologie halt echt nicht mehr notwendig. Was sind das? Steine. Oh, ich kann ja mal hier. So. Ja, dann will ich was mitnehmen. Kann ich jetzt den anderen Krams machen? Vielleicht. Und was brauche ich hierfür? Oh. Okay, verstehe. Das ist doof. Ich finde das doof, dass ich dafür so viel Krams brauche. Mein Gott, was ist hier passiert? Jemand wurde aufgespießt. Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Ja, dann ist sie wahrscheinlich ganz schön sauer. Das möchte ich lieber nicht miterleben. Oh Gott, die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Ja. Die Ratten. Die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Der ist auch schon tot. Dem war nicht mehr so wirklich zu helfen. Kaum zu glauben. Sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Joa. Wundert mich jetzt nicht. Okay, dann machen wir also nochmal Ignifa. Mal wieder. Zack. Ach, sie bewegt sich so grazil. Ihr miesen Biester. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Das Odoris. Ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quieken. Glaubt mir. Ihr Ernst? Ach, Hackfleisch aus euch. So einen kranken Scheiß macht sie? Sie ist ja richtig krank. Sie ist ja richtig krank. Das funktioniert. Ich glaube, ich muss gleich nochmal machen. Ich möchte nichts riskieren. Wie lange hält es eigentlich an? Es hält relativ lange anscheinbar. Achso, es hält jetzt länger an, weil es ein Typ ist. Okay. Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Das sollte ich nicht tun. Alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja. Na dann. Was war? Sehr gut. Haha, der war richtig gut. Man wollte sich gerade mit seinem Schild umdrehen, aber ich war besser. So. Da. So macht's Spaß.
Blöd, dass wir dieses Odorus da ein bisschen verschwendet haben. Das ist ein bisschen schade. Aber das juckt mich jetzt auch nicht weiter. So. Da hinten ist noch einer, der geht mir aber auch relativ am Arsch vorbei. Da gibt es noch Kristalle, die sehr wichtig sind. Haha. Was sind noch mehr Typen? Frage. Scheiße. Kann sie mal. Hä? Ihr Ernst? Ihr Ernst? Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle Wasser. Was? Ja. Hat euch nicht gefallen. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt. Tja, tschüss, Junge. So geht's auch. War jetzt nicht die ganz tolle Art wie eben. Das war irgendwie schöner. Aber egal. So geht's auch. Okay, und diesmal sollte ich das Geldzeug gleich werfen. Ich muss mal gucken, ob ich das ins Wasser werfen kann. Oder ob das nicht bringt. Wir probieren's mal. Das scheint zu funktionieren. Warum sind sie noch hier? Das Episango ist die Käfige. Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir sind alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Was machen wir? Wir haben noch das Somnium. So gesehen ist es halt relativ egal. Müssen wir damit probieren? Ich weiß es nicht. Okay, ich muss kurz was nachgucken. Haben wir genug Zeug, um neues Somnium... Wir können neues herstellen, wenn wir welches verbrauchen. Gut. Gut, gut. Mach doch! Wartet sie erst, bis der blöde Typ... Ja, hä? Warum wartet sie denn erst, bis der blöde... Ich hab das Scheißding ausgerüstet. Warum ist die Spielmechanik von dem Spiel so scheiße? Wenn wir weiterhierbleiben, wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Ich rüste das Zeug aus. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Dann müsste ich es doch jetzt von hinten. Warum kann ich das nicht? Warum kann ich es nicht plötzlich nicht mehr benutzen? Und der andere. Hä, warum trifft er mich trotzdem? Ich verstehe es einfach nicht. Die Logik ist völlig daneben. Oh, Leute, ey. Und schon haben wir keine Lust mehr auf das Spiel eigentlich. Und dann wird niemand mehr. Alter. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Bin gleich wieder da. Das hat auch überhaupt nichts gebracht, okay. Er ist tot. Er nicht. Ich muss wegkriegen. Scheiße. Okay, das geht auch. Daneben so. Aber das ist... diese Spielmechanik ist halt manchmal dann wieder so scheiße. Das ist echt... Oh, warum können die das nicht... Ich verstehe halt nicht, was die da... Also... War es denn so schwer? Das Spiel ist doch sonst halt auch einwandfrei. Was ist? Ich verstehe nicht, warum es da halt diese krassen Schwierigkeiten gibt. Wenn es einfach nur darum geht, dass es möglich ist, irgendwie hier. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Wo? Da findet sich bestimmt was Nützliches. Wo? Wo sieht sie das? Ach, da.
da ganz durchrenne. Ach du Scheiße. Könnte man vielleicht... Könnte sein... Ich hab das Zeug nicht mehr. Das bringt nichts. Dann komme ich nicht mehr ran, leider. Das ist voll blöd jetzt, aber ich komme da nicht ran. Da kann ich nichts machen. Was hier halt auch nicht wirklich weitergeht, ne? Hier hätte man noch, doch noch viel Krams machen können. Habe jetzt das Spiel ein bisschen ausgetrickst. Hey, du! Es brennt in mir drin! Was soll ich tun? Ich... Was weiß ich? Wasser! Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Ja, okay, Amicia. Zum Glück ist der Frust immer nur kurz bei dem Spiel. Es sei denn, man ist in so einer längeren Szene wie letztes Mal. Vitalis, der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Was machen wir jetzt? Das ist jetzt etwas komplexer, ja? Ich weiß nicht, ob das halt jetzt wirklich schon so gut war, dass ich gerade durchgemacht habe. Das ist jetzt noch nicht optimal. Okay, ihn können wir in die Laterne wegwerfen. Wer hat mich damit beworfen? Du entwischst mir nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Okay. Na gut, dann müssen wir ihm doch noch mal was nachgeben. Okay, wir müssen ihm was nachgeben. Was? Wieso? How is it possible? Ich muss sofort Neues machen. Boah. Alter Falter. Das war jetzt knapp. Okay. Einer weniger. Ja, da hinten mit ihm weiß ich noch nicht so ganz, was wir machen sollen. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was wir mit ihm über vorne machen. Aber dann schleichen wir jetzt einfach mal runter und hoffen, dass er nicht direkt wieder aufwacht. Ich weiß halt nicht, wie das hier ist, wie lange die jetzt da pennen. Ob die halt irgendwann wieder aufwachen oder ob das vom Spiel nicht vorgesehen ist, dass, also weil das Spiel einfach sich sagt, so, nee, so lange bis die aufwachen, sind wir nicht da und dann lassen wir sie auch einfach nicht wieder aufwachen. So, das ist jetzt unsere Logik. Das weiß ich halt nicht so genau, wie wir es geplant haben. Okay. Aua, oh, das ist immer noch so, ich finde das so brutal, ne? Es gibt halt diese, in so vielen, also in den meisten Spielen, Masse der Spielen, in den meisten Spielen tötet man Leute. Aber es gibt halt so, Todesarten, finde ich immer, die sind halbwegs human und dann gibt es so andere, die sind immer halt ganz schön krass. Ich finde, wenn du so von hinten von so einem Stein zerfetzt wird gegenüber einer Kugel, finde ich das schon zum Beispiel auch sehr brutal. Mist, da kann ich gar nicht hinziehen. Was ein Dreck, ey. Tut mir wirklich leid für dich. Warum war die Musik eben so Life is Strange-artig? Scheiße! Was war das? Das war's. Oh.
krank. So, neuester. Nein! Ach du Scheiße, jetzt sind wir richtig am Arsch. Jetzt sind wir richtig am Arsch. Können wir jetzt neues machen? Ja. Okay. Sollen wir machen? Ja. Okay. Damit sind wir relativ auf der sicheren Seite und es ist hier, glaube ich, keiner mehr, der hier noch rumgeistert. Also rumgeistern vielleicht schon, weil die meisten, die einzigen Leute, die jetzt halt noch hier sind, sind theoretisch alle tot. Ja, so sollen sie durch rumgeistern. Oh. Oh! Bitte ja. Ja! Was? Nein? Was? Aber das war doch hier. Was fehlt mir denn noch? Ich brauche zwei davon. Ich brauche noch so ein blödes Ding von da unten. Ey. Ich dreh durch. Mann. Ach doch, nee, da fehlt zwei. Guck mal, da. So, und jetzt? Fehlt mir trotzdem noch diese komischen Haken, fehlen mir noch, ne? Warten, Dreck. Das ist wesentlich besser. So ganz nett hier, ne? Also so ohne die Leute, ohne von Ratten belästigt zu werden und so. Auch ist das ganz nett. Nee, das ist nur ein Topf. Ich guck mal jetzt ganz präzise, was wir hier drin uns eventuell holen können. Ob sich das irgendwie in irgendeiner Form lohnt, da reinzugehen. Sonst mache ich das nämlich nicht. Ich sehe hier jetzt nichts, wofür es sich lohnen würde, da reinzugehen, also lassen wir es einfach. Ja, endlich! Ist sie schon da? Oh, das ist es tatsächlich schon. Wow, wow, wow. Also jetzt nicht die Hauptinsel von Hawaii, sondern... wenn ihr mir bitte folgen wollt. Was zum Teufel machen die da? Scheiße. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Okay, das ist nicht gut. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, dass die eher so sein würden, dass ich da... Mist! Ich dachte echt, die stellen sich ein bisschen schöner hin. Dass es sich eher für mich lohnt. Okay, theoretisch ist der... Ist der nicht bewacht, wirklich, der Wagen? Kann ich daran irgendwas machen? Ich weiß nicht, ob ich mich das wirklich trauen sollte. Hier sind sehr viele Leute. Was? Wo kam das? Was ist hier passiert? Beide tot? Beide tot. Nice. So soll's sein. Ich hoffe, dass die von da hinten mich jetzt nicht mitkriegen, aber die haben das, Entschuldigung, war das zu leise, die haben das nicht gehört. Die sind alle schon ein bisschen gehörgeschädigt. So, oho, Schachfiguren? Riesige Schachfiguren. Hallo. Ein Schachbrett, das könnte Lukas gefallen. Allein ein Schachbrett. Jetzt ist plötzlich ein ganzes Spiel. Ein Schachspiel aus Massivholz. Dieses Spiel wurde während des Mittelalters immer populärer. Zuerst nur unter den Adligen, später auch in allen anderen Gesellschaftsschichten. Um die Entstehung des Spiels ranken sich viele Mythen. Die allererste Version soll zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert in Asien entstanden sein und sich im Nahen Osten weiterentwickelt haben. Als es schließlich im 10. Jahrhundert seinen Weg nach Europa fand, soll sich die jetzige Version herausgebildet haben.
Ja. Das ist schön. Leider nicht schön genug. Das reicht mir nicht. Wir brauchen mehr. Na, da geht's wahrscheinlich rein für uns, aber ich möchte wissen, was. Ob wir in diesen Karren da ran können. Ob da irgendwas, ob das auch so einer ist, wo wir drin noch was finden können, oder ob das nur so irgendwie ein Hinrichtungskarren ist. Da scheint ja jetzt keiner, das ist kein Kutscher und nichts. Also eigentlich gute Voraussetzung für uns, um da mal rangehen zu können. Aber da ist nichts zum Öffnen oder so. Doch, an der Seite ist eine Tür. Haha. Na, dann probieren wir es doch mal. Ja, vielleicht ist es auch einfach der Wagen, in dem der Herr Vilatrius Vitalius, wie auch immer er heißt, er ist auf jeden Fall sehr vital, drin wohnt, umherfährt, wie auch immer. Na gut, dann halt nicht. Dann gehe ich mal ein Stück weiter hier rüber und ab hier dürften wir weiterlaufen können. Da war ich gerade drin, ne? Ja. Gut. Dann schauen wir doch mal hier in die Tür.